Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, Frau Präsident, werte Kollegen, liebe Gäste, ich muss sagen, ich bin ein wenig entsetzt, mit welcher Kälte die Regierungskoalition hier über den Antrag der Linken hinweggeht. Hier geht es um spürbare Armut, um Hilfe im Einzelfall bei Familien und vor allem bei Kindern, die nichts dafür können, dass der Urlaub gestrichen wird, weil der Topf eben leer ist. Ich hätte wenigstens erwartet, so etwas zu hören wie, dann greifen wir halt in unseren Strategiefonds und helfen da ein bisschen aus oder Ähnliches. Aber hier sich hinter irgendwelchen Haushaltspunkten zu verstecken und die fortzuführen, bei einem relativ geringen Betrag, um den es hier geht. Und so viel individuelle Ungerechtigkeit zuzulassen, auf unschuldigen Schultern, macht mich fast sprachlos. Also ich bin entsetzt über die Kälte, die einem hier von den Regierungsparteien entgegenstrahlt. Das wollte ich doch mal zum Ausdruck bringen.